Schau mal, Schlebitmann, ich habe ja gesagt, bei hier Max TCA5 Army werde ich hier mal wieder eine Folge machen vom Project NoDev. Und die mache ich hier jetzt auch. Ja, ihr seht, der Account hat sich gut entwickelt. Der ist abgesehen vom Blitzzauber Max TCA5, genau, 5 ist er jetzt. Ich habe ihn schon auf 6 upgegradet. Ich bin hier gerade die Zauberfabrik und das Labor machen. Jo, sobald ich die Zauberfabrik auf Level 2 habe, kann ich auch mal wieder an Clankriegen teilnehmen. Weil mir ist aufgefallen, sowohl bei Glowstone als auch bei Project NoDev und auch damals schon bei dem It's Memory Account hatte ich ja mit Erfahrungen, der Account wird erst dann sinnvoll, sobald er Heilzaubert. Denn ansonsten kommt er gegen die Magiertürme, gegen die sonst was überhaupt nicht an. So, was macht's? Ach so, hier. Nehme gerade ein Video auf. Hier, der Typ hat sich auch schon meine Mauern angeguckt, die haben ihm sehr gefallen. So, na gut. Jo, dann. Was soll ich dir noch zeigen? Ich zeige euch mal die paar glücklichen Leute, die sich hier meinen Account gesnackt haben. Warte, wen zeigen wir mal? Ja, es gab hier Leute, die hatten mehr Glück als die letzten. Der jetzt zum Beispiel. Der konnte eine Menge rauspressen. Aber ich habe gestern hier meine Sachen alle abgegradet. Jetzt das Labor und halt, ja, das war ziemlich belastend. Und jetzt habe ich hier nur wenige Verteidigungen, die ich zeigen kann. Kommt. Die kann ich euch mal. So, der Typ hier, der hatte eine ganze Menge Freude dran gehabt. Ja gut, so viel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, ob die Sachen, die er sich hier geholt hat, überhaupt den Wert gedeckt haben. Der hat sich noch ein zwei. Ja doch. Ja, der hat eigentlich. Der hätte eigentlich nur 5 Kobolde gebraucht. Das hätte in der Theorie reicht. Ihr wisst ja, die Kobolde sind ja eigentlich stärker als die Barbaren. Deren Schwäche sind halt nur die geringe Verteidigung. Die trotzdem noch etwas höher ist als bei den Archern. Deshalb in der Theorie. Ja gut, 5, 6, 7 Barbaren. Das hätte eigentlich schon für einen Three-Star gereicht. Dann gucken wir uns mal diesen Glückspilz hier an. Ja, oder so. Oder man nimmt einfach ein Loon. Das reicht eigentlich schon, die ganze Verteilung auszuschalten. Ein Loon. Oh, ich Blackout. Aber, der Jan, der hatte mir noch gesagt, ich soll mir jetzt so eine Mauer machen und soll sie Handbreed oder so. Oder sowas in der Art hat er gemeint, soll ich sie nennen. Und die sollte ich immer TH-Max machen. Und ja, ich bin mit dem Gedanken, eine Mauer, die macht eigentlich überhaupt nichts. Eine Mauer allein ist nicht mal meine Def. Jo, ich glaube, ich werde mir demnächst mal eine machen. Oh, und dann noch eine Frage an euch, an die Leute, die sich das hier angucken, an die Leute, die sich dafür wirklich interessieren, die Leute, die das wichtig finden. Soll ich die Kanone vielleicht updaten auf TH-Max? Weil witzig wäre es ja schon. Ja gut, egal. Dann gucken wir uns auch den Angriff hier an und das wär's dann eigentlich mit der Project Note-Folge wieder. Wobei, ja, dann könnte ich noch das Gegenstück zeigen, womit ich jetzt so angreife, damit ihr auch wisst, wie das hier überhaupt funktioniert. Weil Gem tue ich mir nix. Das nächste Gem jetzt, das gehört hier zur Challenge dazu. Ja gut, also das sind keine Gems gekauft werden. Die Gems, die ich hier so bekomme aus den Pflanzen, die ich auch nur recht spärlich abholze, das ist ja klar. Na gut, und da wurden wieder meine Träume und Hoffnungen zerstört. Ja, dann gucken wir uns mal an, wie ich hier so den Account am Leben halte. Ja, da, wir können uns bis zu 4 Wiederholungen angucken. Oh yeah. Da, der war der. Gold brauche ich ja nicht, ich brauche ja hauptsächlich Elex. Da sehen wir auch mal wieder, wie ich das gebacken bekomme. Also man sollte noch sagen, ja, und egal bei welchem Account, sind die Trophies, die ich bekomme, kackegal. Das Einzige, was für mich zählt, ist wirklich der Loot. So ist es bei mir, so ist es bei meinen Klassenkameraden und so ist auch bei den Clankameraden hier. Ah ja, kommt mein Clan rein, das ist ein toller Clan. Ja, Eigenwerbung. Direkte Eigenwerbung. Ja. Jedenfalls, hier wird ohne Rücksicht auf die Trophies gekämpft und das sieht man ja auch in Angriffen. Also wenn ich hier wirklich Trophies rausbekomme, dann ist das schon ein bisschen Glück. Da habe ich den Angriff schon abgebrochen, weil mehr macht dann für mich keinen Sinn. Such, fail. Da schreibt er. Oh, ja. Bin am Aufnehmen. Lol. Ja, das werde ich mal bestmöglich zensieren. Och nee, Gabel. Wieso Gabel? So. Ja, aber ich lasse es einfach unzensiert. Ja, oder ich füge hier einen Piepton rein. Jo. Ach nee, ich habe das ja schon davor geschrieben. Ach, deshalb hat er. Ja, okay, gut. Wenn es von dem Krähenführer gewollt ist, dann bleibt es natürlich drin. So, dann hier den nächsten Angriff. Ja, da hatte ich auch Glück, aber da hatte ich leider mehr Gold als Elex rausbekommen. Aber das, also ja, wenn man so eine Verteidigung findet, dann hat man natürlich Glück gehabt. Da habe ich auch noch einen Stern bekommen.
Ah ja, noch hier, damit ihr beim Clan Wars up to date bleibt. Ja, wir haben den hier wieder verloren. Aber ja, kamen schon einige athletische Angriffe raus. Der Elektro mal wieder einfach nur nice. Na gut, Leute, ich denke, ich sollte die Folge jetzt beenden, bevor es eskaliert und dann noch andere ziemlich böse Ausdrücke macht. Der unartige, unartige Gablem. Und dann würde ich mich wieder verabschieden. Ciao. Wo ist denn nochmal die Stopptaste? Da.